Ich bin hier auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen. Allerdings nicht bei den Großen, sondern bei den Kleinen. Also bei den Minitabern. Neben mir steht Daniela Emsing. Laut. Daniela Emsing. Wir sind heute mit zwei Ponys angereist bei den Minitrabern und haben einen sehr erfolgreichen Tag gehabt. Ihr habt einen Sieger gehabt? Wir haben einen Sieger gehabt, einmal den zweiten und einmal den fünften. Ach so, ja. Und seid ihr ein Verband, ein Verein oder? Wir sind nirgendwo eingetragen. Wir sind eine kleine Gruppe von Eltern, Oma, Schwester, Tante, Onkel und Kindern natürlich. Und es sind natürlich weitere Kinder gerne willkommen. Das ist von 6 bis 16 Jahre. Die Leute können sich unter www.minitraber.de gerne mal auf der Internetseite schlau machen. Da steht die Fahrordnung, da gibt es Bilder, Videos, Erklärungen, wie das Ganze überhaupt zustande gekommen ist. Und ja, jeder, der Interesse hat, kann sich da gerne melden. Habt ihr schon einen Plan für nächstes Jahr, Termine oder sonst was? Termine stehen noch nicht fest. Meistens fängt das mit den Probeläufen im März an und geht dann durch das ganze Jahr bis Oktober durch. Und im Oktober endet meistens unsere Saison. Man kann sich ja die Informationen, wie ich schon gerade gesagt habe, auf der Internetseite holen und da immer drauf schauen, wenn was im Programm ist. Gibt es da irgendwie noch Beschränkungen, pferdemäßig oder... Ich bin da so nicht bewandert drin. Also zugelassen sind Shetland-Ponys bis einschließlich 1 Meter und 7. Nach unten hin gibt es keine Grenze. Diese Ponys werden in drei Gruppen eingeteilt. Das ist einmal die grüne Nummer, die geht bis 89 cm Stockmaß. Dann einmal die blauen Nummern, die gehen bis 97 cm Stockmaß. Und dann einmal die roten Nummern, die gehen dann bis einschließlich 1,7 Meter. Also ich gehe mal davon aus, dass wir hier eine Grundinformation haben. Aber wer sich weiterhin informieren will, der geht eben auf die Internetseite, da ist auch die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse drauf und dann kann er sich komplett informieren und alles abfragen. Wir können das auf der Schnelle hier nicht so machen. Es ist auch für nächstes Jahr noch nicht geplant bis jetzt, aber Neuerungen, Termine, das wird dann alles auf dieser Internetseite bekannt gegeben. Auch die Rennberichte von heute zum Beispiel und auch von den letzten Jahren kann man da auch noch nachgucken und nachschauen. Das ist sehr informativ und da kann man alles über diesen Sport erfahren. Und wer Interesse hat, kann sich darüber schlau machen. Ich bedanke mich und wünsche weiterhin allen guten Erfolg, ja, danke, und Spaß daran und weiterhin aber auch viele Leute, die sich dafür interessieren. Ja, das ist wichtig. Wir brauchen Nachwuchs. So, Dankeschön. Bitteschön.